Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Nur dem Namen nach. Ein Bericht über die Herrscher feindliche. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoelelobutzich, hachpila wucho.
weg mit dir. Und der nächste. Gehen wir. Den Lapper. Meinst du, das waren die letzten? Ein Moment. Wir müssen schnell zur Oberfläche. Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun. Zu seinen Füßen. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das.
Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Junkinesh, Hutschkilic, Oldonisch. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Schutz vor der nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. I know that it's not practical. That it's hard to believe. You don't know that you caused all this, Laura! You need to trust me. We have to trust each other.